Ja, also kommen beim Vortrag das Datenmodell von OpenStreetMap und die Auswertung am Beispiel von QGIS. Ich gebe ein bisschen Überblick über die Dateiformate, wie die Daten in USM kodiert werden und im Gegensatz dazu, wie es für GIS-Anwendungen üblich ist und wie man das dann ineinander überführt und dann auswerten kann. Zu meiner Person, ich heiße Wolfgang Hinsch, komme aus Hamburg, bin Vermessungsingenieur und seit 2008 bei OpenStreetMap aktiv. Ich habe unter anderem den Lübecker Fahrradplan 2012 gemacht. Ich weiß nicht, ob das für einige ein Begriff ist. Es ist eine der ersten Karten, die mit OpenStreetMap gemacht wurden, die auch tatsächlich dann kommerziell verkauft wurden vom ADFC. Ja, zum Inhalt. Erstmal OpenStreetMap, eine kurze Vorstellung, was ist das? Dann das Datenmodell von OpenStreetMap, wie das aussieht, wie ein GIS-Datenmodell dagegen aussieht. Also OpenStreetMap ist ein ziemlich chaotisches Projekt. Derjenige, der das angefangen hat, hatte von geografischer Datenverarbeitung überhaupt keine Ahnung, aber dafür eine Menge von Datenbanken und genauso ist das Datenmodell auch aufgebaut, was im Endeffekt aber auch ein Glück war, weil es sehr flexibel ist. Dann Datenvorverarbeitung. Bevor man mit QGIS anfängt, sollte man die Daten etwas aufbereiten. Unterschiede zwischen Darstellung in Web- und Printkarten, da kommt das berühmte Problem, dass man in einer Printkarte nicht zoomen kann, sondern reißt das Papier. Karten erzeugen mit QGIS, dann kann man noch, da gehe ich jetzt nicht lange drauf ein, weil man kann zusätzlich mit PostGIS Straßenverzeichnisse und ähnliches aus den Daten generieren. Und zur Weiterverarbeitung würde ich persönlich Scribus benutzen, muss jeder wissen, aber da kann man dann die erzeugten Karten dann mit Rändern versehen, mit Beschriftungen und was einem da noch einfällt. Anders als der Name OpenStreetMap vermuten lässt, ist es eben genau keine Straßenkarte, sondern es ist eine geografische Datensammlung. Es gibt zwar massenweise Karten, die auf OpenStreetMap basieren, aber sie basieren eben nur. Die kommen von Leuten, die so um das Projekt herum irgendwo agieren, aber nicht aus dem Projekt selber. Weil das Projekt OpenStreetMap ist im Grunde genommen nur die Foundation in England, die eine große Datenbank verwaltet, in der die Daten gesammelt werden. Und was man aus den Daten macht, das ist eben unser großer Vorteil. Wir sind da wesentlich flexibler als beispielsweise Google, die nur eine Karte haben oder auch andere Kartendienste. Wir sind eben genau kein Kartendienst, sondern ein Datendienst, ein geografischer Datendienst, wenn man es ganz genau nimmt. Das Datenmodell von OpenStreetMap ist inkompatibel zu allen bestehenden GIS-Anwendungen. Wie gesagt, derjenige wusste nicht, wie und es ist auch sehr chaotisch entstanden. Die Koordinaten beruhen auf der Mercator-Projektion, wenn jemandem das was sagt. Das ist die Projektion, die auch die GPS-Satelliten haben. Man muss ja, das ist das alte Problem, glatte Karte und runde Erde und das muss man irgendwie darstellen. Und dafür gibt es Projektionen und sehr viele verschiedene. Im WGS84 ist es eben möglich, auch die ganze Welt darzustellen, aber dafür hat man gewaltige Verzerrung. Grönland beispielsweise wird größer als Afrika dargestellt, was überhaupt nicht passt. Hängt mit dem Abstand zum Äquator zusammen. Die Datei selber, die OSM-Datei, ist eine XML-Datei oder komprimiert eben als Binärdatei. Komprimiert wird sie, weil sie eben so groß ist. Und ganz wichtig, die Hauptanlaufstelle ist immer das Wiki, wiki.openstreetmap.org, da steht praktisch alles drin. Über das Wiki kann man letztendlich sich alles dann erlesen, gegebenenfalls noch ein bisschen googeln. Was für Objekte gibt es überhaupt, die man erfasst? Das sind zum einen funkförmige Objekte, also Bäume, Straßenlaternen, was Briefkästen, Hunde, Kottüten, Spender, was immer einem einfällt. Linienförmige Sachen wie Straßen, Wege, Gleise. Dann flächenförmige Sachen. Das ist eine Sache, die auch bei OpenStreetMap erst hinterher aufgefallen ist. Sie haben keinen Flächentyp. Und irgendwann kam einer an und meinte, ja, jetzt haben wir Punkte und Linien, was ist denn jetzt mit Flächen? Dann hat man angefangen, einfach eine Linie zu füllen, also einmal ein Polygon zu machen. Das geht natürlich im Prinzip auch, wenn man es richtig taggt. Wird aber kompliziert, wenn man jetzt mehrere Linien außen hat oder auch innen noch Sachen ausschließen muss, wie beispielsweise ein See mit einer Insel.
Dann gibt es netzförmige Geschichten wie Wanderwege, Wandernetze, Buslinien und ähnliches. Und organisatorische Objekte. All das können wir erfassen, weil unser Datenmodell inzwischen so flexibel ist, dass damit praktisch alles geht. Das war so eine Art Notfalllösung und die hat sich aber meiner Ansicht nach wunderbar bewährt. Wir haben also die Punkte und das ist bei uns das Besondere, die Punkte sind Koordinatenträger, ausschließlich. Im Gegensatz zum GIS, wo also die Linien und Flächen auch aus Koordinaten bestehen, bestehen die bei uns nur aus Punktnummern. Und es muss immer auf den Punkt, die Not zurückgegriffen werden, um auf die Koordinate zu kommen. Das ist also, man merkt, derjenige, der es entworfen hat, kam aus der Informatik, aus dem Datenbankbereich, wo man immer sagt, keine Redundanzen. Dann haben wir die Ways, wie eben gesagt, als Ketten von Punktnummern. Weiter ist da nichts drin. Und dann war, wie gesagt, die Erfahrung, jetzt wird es kompliziert und wie stellen wir das dar? Der erste Ansatz war einfach zu sagen, die größte Fläche kommt zuerst und dann werden die kleinen Flächen draufgemalt, dann passt es. Und dann war die bessere Idee eben dann Relationen zu erfinden. Alles, was nicht, ich erkläre es gleich noch weiter, alles, was nicht Punkt oder Linie ist, ist Relation und damit geht alles. Dann sagt man einfach, diese Relation hat einen bestimmten Typ. Das Schöne ist, dass man jederzeit Relationen erfinden kann. Man kann jederzeit neue Datentypen damit praktisch erfinden und in OpenStreetMap eintragen. Also egal, was für ein Objekt einem begegnet, man kann es mappen. Wie sind diese Datensätze aufgebaut? Haben wir einmal die Metadaten, die jeder Datensatz hat. Das ist eine ID. Diese ID ist eindeutig für die drei Datentypen, also Punkt, Linie, Relation. Die haben jeweils eine ID, die immer oben drauf gezählt wird. Die hatte ursprünglich zu Beginn 32-Bit, das reichte jetzt nicht mehr. Wir sind inzwischen jetzt bei 64-Bit. Die werden also seit OpenStreetMap besteht immer oben drauf gezählt. Jedes Objekt bekommt eine neue ID. Die Versionsnummer, wenn ein Objekt geändert wird, wird nicht der Datensatz geändert, der bleibt bestehen, sondern es kommt ein neuer Datensatz mit der gleichen ID, aber einer höheren Versionsnummer. Und daran kann die Software jederzeit erkennen, welche Version gültig ist. Dann haben wir noch eine ChangeSet-Nummer. ChangeSet ist ein Zusammenschluss von Änderungen. Wenn ich etwas ändere, gerade wenn ich es offline ändere, dann ändere ich ja nicht nur, das ist eine Straßenlaterne eintrage, das kann natürlich auch mal vorkommen, aber häufig ändere ich ja mehrere Sachen. Ich trage die Straßenbreite ein, ich trage die Nebenstraße ein, Vorfahrtregelungen, alles Mögliche. Das wird dann zusammengefasst in einem Change-Set und wird gemeinsam hochgeladen. Und diese Change-Sets sind auch immer die Diskussionspunkte, wo man jemanden ansprechen kann. Das hast du mit dem Change-Set hochgeladen, was hast du damit gemeint oder sowas, wenn einem irgendwas unklar ist, wenn es irgendwelche Diskussionen gibt. Im Datensatz enthalten ist Benutzername, Benutzernummer, weil man eben auf denjenigen kommen kann. Wie gesagt, die Datensätze werden nie gelöscht, was da drin steht, bleibt. Ja, der Zeitstempel, wann das geschehen ist. Und diese Variable sagt aus, ob der Datensatz gelöscht ist oder nicht. Also ein gelöschter Datensatz wird nicht gelöscht, da wird nur ein Datensatz drüber geschrieben, in dem Visible auf ungültig gesetzt ist. Dann gibt es diesen Datensatz nicht mehr, theoretisch. In Wirklichkeit gibt es ihn noch, er hatte einfach eine Version davor. Wenn jetzt beispielsweise jemand Vandalismus betreibt, da Sachen wild löscht oder so, ist es eine Leichtigkeit einfach zu sagen, okay, dafür auch der Changeset, wir machen den Changeset rückgängig. Dann wird automatisch der Datensatz wieder nach vorne gezogen, der da hinten noch liegt und ich habe die Löschung ungültig gemacht. Das ist also eine Sache, die ich möchte nachher bitte. Ja. Vom Datentyp abhängige Daten, da werden in den Nodes, also in den Punkten, die Koordinatenpaare, in den Ways die Punktnummern und in den Relationen gibt es einen Typ der Relation, das ist wichtig, weil man kann Relationen erfinden, das ist einfach ein Text. Man kann einfach schreiben, Typ Relation ist Multipolygon oder ist Wald oder was immer einem da einfällt und warum man das machen will. Und dann gibt es noch eine Liste der Mitglieder, denn eine Relation ist nur eine Sammlung von anderen Datentypen oder auch von Relationen. Und die Nutzdaten, die dran hängen, damit das Ganze überhaupt einen Sinn macht, sind Wertepaare, Key gleich Value. Also beispielsweise Highway gleich Motorway wäre eine Autobahn. Highway gleich Primary ist eine Straße erster Ordnung und so weiter. Da gibt es Verzeichnisse, da steht im Wiki auch alles drin, wie man darauf kommt. Teilweise haben die Editoren auch
Vorlagen, wo man das einfach ganz normal eintragen kann. Da kann man anklicken, das ist Autobahn, das ist dies, das ist das. Und der setzt es in die Text um. Das wird also das Editieren langsam etwas komfortabler. Nochmal zum Punkt. Datenträger der Koordinaten. Die Koordinaten sind wie gesagt ein WGS-System, sind also nur Gradzahlen. Genauigkeit, auch so ein Thema bei OpenStreetMap, wird manchmal gefragt. Genauigkeit ist im Grunde genommen bei OpenStreetMap ziemlich egal. Also wir können sagen, was die Koordinaten darstellen, ist völlig wurscht, weil die Erfassung liegt bei 2 bis 5 Metern typischerweise. Hört sich erstmal schlimm an, ist aber völlig ausreichend. Denn angenommen, wir würden wirklich in den Millimeterbereich gehen können, was wir also definitiv mit diesen Methoden nicht können, würde uns das gar nichts nützen, weil danach bauen oder Kataster abmessen oder sonst irgendwas dürfte niemand, da muss er öffentliche Daten nehmen. Und die öffentlichen Daten garantieren dann eben die Genauigkeit. Ob wir das machen würden, wäre völlig egal. Und wenn man sich überlegt, wenn ich eine 5 Meter Abweichung in einer 5000er Karte habe, dann habe ich 1 Millimeter Abweichung. Absolut gegenüber dem Äquator. Weil innerhalb meiner Daten, wenn ich da jetzt beispielsweise einen Hydranten an der Straßenecke eintrage, dann trage ich den ja nicht nach GPS-Koordinaten ein, sondern ich weiß, der ist da. Dann gucke ich, wo ist er? Ach so, und dann muss er da rein. Das heißt, ich habe da in dem Moment, orientiere ich mich ja an den umliegenden Objekten und habe insofern eine innere Genauigkeit, die höher ist als die absolute Genauigkeit, wo die Kreuzung liegt. Die kann also durchaus 5 oder 8 Meter verkehrt liegen. Man muss aber immer dazu sagen, selbst in einer 5000er Karte, die wirklich nun schon hoch aufgelöst ist, da kann ich also gerade noch 5 Kilometer darstellen auf dem A0-Blatt, habe ich ja alleine schon durch Luftfeuchtigkeit und Lufttemperatur eine Papierverzerrung, die über dem Millimeter liegt. Und dann stellt sich noch die Frage, wenn ich das jetzt wirklich rausmessen will, was macht mein Maßstab? Und die wenigsten Leute haben zu Hause eine Klimakammer, wo sie ihre Pläne aufbewahren und einen Komparator, wo sie dann immer ihre Maßstäbe entsprechend eichen. Insofern ist also die Genauigkeit, die wir haben, völlig ausreichend für das, was wir machen, nämlich Übersichten, Karten, Navigation. Man darf ja auch nicht vergessen, wenn jetzt jemand unterwegs ist, hat er auch keine höhere Genauigkeit. Ein Punkt kann ein eigenständiges Objekt repräsentieren, POI, irgendwie ein Kaufhaus oder sonst was. Er kann ausschließlich Stützpunkt einer Linie sein, dann hat er überhaupt keine weiteren Value Tags. Also keine Value-Paare. Er kann aber auch eine Kombination aus beiden sein, wie hier beispielsweise eine Kreuzungsampel. Der ist also als Ampel gekennzeichnet und ist gleichzeitig Stützpunkt zweier Wege. Ein Weg stützt sich auf die Punkte, hat also keine eigenen Koordinaten, muss immer nachsehen. Punkt Nummer 7831 muss er nachschlagen, ah, das ist die Koordinate. Enthält maximal 2000 Punkte. Das ist nicht allzu viel, wenn man sich überlegt, dass die Küstenlinie von Europa, Afrika und Asien eine einzige Linie ist. Also kommen wir nie mit 2000 Punkten aus, da müssen also dann Linien aneinander gesetzt werden. Der Weg kann offen sein, eine Straße oder sowas, oder geschlossen sein. Er darf sich nicht selbst kreuzen. Er kann ein eigenständiges Objekt sein, genau wie der Punkt, ein Linienobjekt. Also in diesem Fall ein Kreisverkehr oder ein Flächenobjekt. Das hängt wiederum an den Value-Paaren. Das erkennt man, wenn beispielsweise Area gleich Yes dran steht, ist es eindeutig, dass es ein Flächenobjekt ist. Es kann auch beides sein, eine eingezäunte Wiese beispielsweise. Wenn ich schreibe, es ist eine Wiese und eingezäunt gleich Yes, mal so einfach ausgedrückt, dann weiß der Interpreter, dass ich eben sowohl eine Wiese gemappt habe, als auch gleich den Zaun ringsherum. Es kann aber auch Teil eines Objektes, nämlich einer Relation sein. Die Relationen können andere Objekte enthalten. Und da kann es wiederum auch ein eigenes Objekt sein. Man kann das an einem relativ einfachen Beispiel sich klar machen. Man stellt sich mal vor, eine Weide, die auf drei Seiten einen Zaun hat. Auf einer Seite ist der Stall, der die Weide begrenzt. Dann kann ich nicht eine Linie einmal rumführen und sagen, ach, das ist zwar die Begrenzung der Weide, aber das ist nicht der Zaun. Jetzt kann ich entweder mehrere Linien aufeinander legen oder ich gehe einfach bei und lege an drei Seiten, um drei Ecken herum meinen Zaun und an einer Seite die Stallwand. Verbinde das in einer Relation und sage, das ist die äußere Linie. Dann setzt die Auswertung das zu einer Linie zusammen, weiß aber,
Es sind verschiedene Objekte, gleichzeitig Zaun und Steinwand. Und dann kann ich noch beigehen und sagen, ich habe im Inneren mal wegen See, einen Teich oder sonst irgendwas, den ich mit einer inneren Linie ausschließe. Aus weiter Weide, weil da kann die Kuh ja nicht weiden. Das ist ja dann ein Teich oder ein Matsch oder irgend sowas. Und das ist genau ist der Sinn der Relation, eben auch um komplizierte Objekte modellieren zu können. Ja, wie gesagt, ich kann auch reine Konstruktionslinie sein, dann hat er keine weiteren Beschriftungen. Das ist ähnlich wie ein Punkt, der die Linie stützt, stützt in diesem Fall die Linie, die Relation und hat dann keine eigene Beschriftung. Kommt immer darauf an. Hey. Ja. Die Relation ist eine Art Container, so muss man sich das vorstellen, also ein Objekt, das andere Objekte sammelt. Sie kann jedes Objekt repräsentieren. Es macht natürlich keinen Sinn, Objekte als Relation aufzustellen, die man auch anders aufstellen kann. Wird definiert mit einem Meta-Tag vom Typ gleich Value. Der Value ist dann, entweder heißt er Multipolygon oder Abbiegerelation beispielsweise gibt es, kommen wir auch gleich zu. Die Relation kann Punkte, Linien und wiederum Relationen enthalten. Das kann also immer komplizierter werden. Beispielsweise Buslinien und Bahnlinien lassen sich über Relationen gut abbilden. Haltestellen mit Umsteigerelationen, wo ich sagen kann, also hier ist die Bushaltestelle und in 30 Meter Entfernung oder 50 Meter Entfernung ist eine Schnellbahnhaltestelle. Die heißen auch noch verschieden. Ist in Hamburg häufig so. Sind aber Umsteigehaltestellen. Dann kann ich die in eine Relation setzen und der Auswerter weiß dann, da kann man umsteigen. Rekursionen sind nicht erlaubt. Ich darf also die Relation nicht wiederum in meine Relation packen. Das ist logisch, dann kommt die Auswertung ins Schleudern. Beschreibung genau mit Text, wie bei Punkten und Wegen, das ist genau das Gleiche. Und die Mitglieder einer Relation bekommen immer eine Rolle zugewiesen. Ich habe ja nur Punkte oder Wege. Jetzt muss ich der Relation in irgendeiner Weise klar machen, was ich damit meine. Und deshalb werden da Rollen vergeben, wo ich beispielsweise einen äußeren Weg habe im Multipolygon, das also aus mehreren Wegen besteht. Ein äußerer Weg, der ist dann Outer, hat die Rolle Outer. Und einen inneren Weg, der im Grunde genommen auch nur ein Weg ist, aber mit der Rolle Inner. Und dann kann die Auswertung sagen, der Innere, das ist ein Loch, da ist irgendwie ein Loch in der Fläche. Gehört nicht zur Fläche dazu, aus irgendeinem Grunde. Das kann also beispielsweise der berühmte See sein mit der Insel. Da habe ich nämlich ein Multipolygon, wobei der Tag Natural gleich Water an der Relation hängt. Die Relation beschreibt den See. Die Außenlinie des Sees hat die Rolle Outer. Und die Außenlinie der Insel ist für den See die Innenlinie, muss ausgeschnitten werden. Und die Fläche beispielsweise des Sees berechnen will, darf ich die Insel nicht mitberechnen. Das ist dann die Rolle Inner. Etwas anderes ist beispielsweise die Abbiegebeschränkung, sowas haben wir auch. Das wird auch durch Relationen gekennzeichnet. Ich habe da in der Mitte, diese beiden Wege sind getrennt. Ich habe also drei Wege. Der eine Weg ist der Weg from, wo der Fahrer kommt. Der Weg ist to, wo er hin muss, hin soll. Und alles dazwischen bekommt die Rolle via. Wird in eine Relation eingetrieben. Diese Relation hat den Typ Restriction, dann weiß man, das ist eine Abbiegebeschränkung. Und den Restriction-Typ Only Right Turn. Und wenn er jetzt sagt from, to, only right, dann ist es klar, da darf man nur rechts abbiegen. Das ist also für jede Auswertung in dem Moment sehr einfach zu erkennen. Umgekehrt könnte man auch sagen, no right turn. Das würde es auch geben, dann darf man nur links abbiegen oder nur geradeaus und links oder sowas. Also es hängt immer an den Text, was damit gemeint ist und muss entsprechend interpretiert werden. So, jetzt kommen wir zu den GIS-Datenmodellen. Die sehen anders aus. Da gibt es von der Firma Esri die sogenannten Shapefiles. Die waren früher ganz weit verbreitet, die sind jetzt so ein bisschen auf dem Rückzug. Heute hat man als neues Format ein Geopackage. Aber an den Shapefiles kann man noch erkennen, wie damals programmiert wurde, weil das gesamte QGIS sich ursprünglich an den Shapefiles orientiert hatte. Historisches Vorbild für QGIS besteht aus einer ganzen Serie von Dateien. Das sind meistens 5 Dateien, die alle zusammenhängen, jede mögliche Projektion. Kann aber immer nur entweder einen Punkt
eine Linie oder eine Fläche enthalten. Also ein solches Schwertpfeilbündel, sage ich mal, ist immer, es müssen immer drei Stück da sein. Für die Linie, für den Punkt und für die Flächen. Mindestens. Für jedes Objekt, das ich habe. Die Key-Value-Paare ist ähnlich wie bei uns als Tabelle organisiert. Aber anders als bei uns enthält ja jedes Objekt seine Koordinaten. Das heißt, der muss nicht nachschlagen in irgendwelchen Punktlisten, wo die Punkte sind, sondern hat das gleich komplett. Und die Software, die geschrieben wurde, orientiert sich natürlich jetzt an dieser Geschichte. Das heißt, jedes Programm, das Daten auswertet, auch QGIS, erwartet immer, dass die Koordinaten direkt am Objekt dran sind und er nicht lange nachschlagen muss. Und das ist genau die Auswertung, die man machen muss, wenn man das Ganze jetzt umwandelt. Dann müssen Datentypen entstehen, die dem entsprechen. Da gibt es eine Datenbank PostgreSQL. Für die gibt es die Erweiterung PostGIS. Da kann ich diese Daten reinpacken. Ich kann beliebig viele Tabellen erstellen. Eine Tabelle kann unterschiedliche Projektionen enthalten. Und zwar gibt es in der Tabelle einen Geometrietyp, in dem das eigentliche Objekt geometrisch definiert ist. Und dieser Geometrietabelle kann ich eine Projektion zuweisen. Wenn ich jetzt eine zweite Geometrietabelle in derselben Tabelle, eine zweite Geometriespalte in derselben Tabelle erzeuge, dann kann ich der eine andere Projektion zuweisen und kann damit die Objekte transformieren. Ich kann einfach über eine Transformationsfunktion dann sagen, pass auf, da hast du den, meinetwegen WGS84, da hast du OTM32N, übersetzt das einmal. Und dann macht er das und dann kann ich, UTM ist ein Format, das bei uns gültig ist, sind unsere Koordinatensysteme, ist zwar nur für einen kleinen Teil der Welt gültig, wegen der Verzerrung, aber dafür habe ich den großen Vorteil, dass ich metrische Daten habe. Ich kann beispielsweise Flächenentfernung und Ähnliches direkt ausrechnen, was ich in reinen Gradzahlen so ohne weiteres nicht kann. Da muss ich immer über komplizierte Formeln, die gerade dann in Koordinaten auf der Erdoberfläche umsetzen. Innerhalb einer Tabelle können sowohl Punkt, Linie und auch Fläche drin sein. Es gibt Geometrietypen, da kann ich alles reinpacken. Es gibt Geometrietypen, da kann ich nur Punkte, nur Flächen oder nur Punkt, Linie und Fläche. Ja, genau. Einen von den dreien reinpacken, das ist unterschiedlich, kann ich definieren. Ich kann im Prinzip auch mehrere Geometrietypen, wie gesagt, nehmen, verschiedene Spalten nebeneinander packen, dann hat der eine halt, ist Punkt und hat dann bei Fläche eine Null drin, weil er da keinen Geometrietyp hat. Jedes Objekt enthält seine Koordinaten, das hatte ich auch schon gesagt, ähnlich wie bei Esri, weil es eben genau aus der Ecke kommt. Und mit PostGIS sind umfangreiche Umformungen und Auswertungen möglich. Das Besondere ist, PostGIS ist in der Lage zu verstehen, ob ein Objekt sich innerhalb des anderen befindet, ob die sich kreuzen oder sonst irgendwas machen, was ich mit normalen SQL-Befehlen nicht machen könnte. Also PostGIS ist in der Lage, den Geometrietyp zu interpretieren und zu berechnen. Da gibt es also haufenweise Funktionen. Das wären also allein Material für mindestens eine Woche. Das Planet-File zurzeit komprimiert 70 GB, wenn man es runterladen möchte, oder 1700 GB unkomprimiert. Man braucht mal ein bisschen Platz auf dem Computer haben, braucht man aber nicht runterzuladen. Es gibt Hoster mit Datenbankabzügen, beispielsweise die Geofabrik, findet man auch über das Wiki. Die heißen auch wirklich im Internet Geofabrik. Die haben Daten für alle Bundesländer und ich glaube so ziemlich alle Länder der Welt. Dann gibt es eine sogenannte Overpass-API, die am besten per Skript abzufragen ist. Da hat jemand eine ganz tolle Idee gehabt, einen ganz tollen Server aufgesetzt und dann eine ganz komplizierte Sprache erfunden, wo alle gesagt haben, ja, schön, verstehen wir nicht. Dann hat er einen Turbo-Overpass noch dazu geschrieben. Da kann man dann auch beispielsweise schreiben, ich hätte alle Briefkästen in Luxemburg. Das kann man so reinschreiben. Ich hätte gerne alle Briefkästen in Luxemburg. Da ist ein Wizard, der übersetzt das in Befehle und lädt mir dann tatsächlich Briefkästen von Luxemburg runter. Das ist ein einfaches Beispiel. Es gibt eine Menge Beispiele, die nicht funktionieren. Da muss man dann tiefer rein. Das Einfachste ist aber der QGIS OSM Downloader. Werkzeuge zur Umsetzung der Daten. Also wenn man jetzt überhaupt vorgeht und das vorhat, dann installiert man erstmal den OSM to PGSQL. Das ist ein Programm, das eine OSM-Datei in eine PostGIS-Datenbank reinlesen kann. Das erzeugt also automatisch die entsprechenden Tabellen
und legt die Werte in der Datenbank ab. Ich brauche nicht den PostgreSQL natürlich selber, logisch. Dann brauche ich die Erweiterung PostGIS, das hatte ich eben auch schon gesagt, das ist eine Erweiterung zur Datenbank. Ich brauche die Erweiterung HStore. HStore, man muss dazu sagen, es gibt ja immer diese Key-Gleich-Value-Tabellen, also Highway gleich Primary, Secondary oder sonst irgendwas. Erzeugt also eine Spalte, die heißt Highway und trägt dann diese Values ein. Und das macht er mit allen Spalten, die öfter auftauchen. Nun ist, bei OpenStreetMap gibt es keine Grenzen. Ich kann alles eintragen. Ob es letztendlich ausgewertet wird, ist eine zweite Frage. Aber in dem Moment, in dem ich am Editor setze, kann ich jeden beliebigen Text eintragen. Da wird er natürlich wahnsinnig werden. Wenn ich jetzt ein größeres Gebiet runterlade, dann kriege ich entweder Spalten ohne Ende, in denen meistens gar nichts drinsteht, oder er muss Sachen weglassen. Dafür gibt es die HStore, da werden alle Texte hinterlegt, für die keine Spalten da sind. Den HStore kann ich entsprechend auch abfragen. Dafür gibt es eine extra Abfragemöglichkeit. Den Google selber muss ich natürlich installieren, eben um eine Karte erstellen zu können und Empfehlungen auch den Scribus, um die Karte nachbearbeiten zu können, um sagen wir, Verschönerungen oder sowas anfügen zu können. Jetzt ganz kurz, wie erzeuge ich die Datenbank? Ich muss, also wenn ich sie installiert habe, ist es unterschiedlich, hängt immer ein bisschen vom Betriebssystem ab. Als User Post, es gibt einen User Postgres, der ist zuständig als Super-User für die Datenbank. Das geht nicht über den Root, das geht über den User Postgres. Wenn ich das Ubuntu habe, dann gehe ich einfach bei, sage sudo Postgres, also lieber Postgres, mach was, erzeuge eine Datenbank. Das darf ich nicht selber, das muss der Postgres machen. Dann nenne ich diese Datenbank Kiel. PSQL ist eine Sprache, die automatisch mit dem Postgres installiert wird, die eine Abfrage ein Abfragetool ist praktisch für die Datenbank oder ein Kommandotool. Unter OpenSUSE sieht das ein bisschen anders aus. Da gehe ich über SU in den Root. SUSE hat ja den Root auch mit Passwort. Und aus dem Root sage ich SU-Postgres. Der Root fragt nicht nach einem Passwort. Der Postgres hat in der Regel kein Passwort. Er ist also auch gar nicht zum Login da. Aber über den SU komme ich in den Postgres eben trotzdem rein. Und dann im Prinzip die gleichen Befehle wie oben, nur da ich schon Postgres bin, kann ich direkt sagen, create db psql. So, und jetzt kommt im PSQL selber, muss ich die Extensions noch einmal angeben. Ich bin jetzt User Postgres, ich habe also die Macht, darf das. Gehe dann wieder raus, das Backslash Q, damit melde ich mich vom PSQL ab, gehe dann aus dem Benutzer ganz raus. Und jetzt schmeiße ich das QGIS an. Und muss unter dem über Überschrift Erweiterung mal nachgucken, da gibt er mir so ein Feld, wo ich die Möglichkeit habe, Erweiterungen runterzuladen. Und da suche ich mal nach den Stichworten OpenStreetMap, OSM, was hat er da? Im Zweifel alles laden, schadet nicht. So viel ist das nicht, geht auch relativ schnell. Man kann es auch später laden, aber dann muss man erst mal wieder zurück. Es gibt ein sogenanntes Quick-OSM im QGIS. Das hat einen gewissen Nachteil, es ist furchtbar langsam. Ich hatte wirklich einen schnellen Rechner und das hat Ewigkeiten gedauert. Ich habe es nachher abgebrochen. Erzeugt ein sehr schönes Bild, aber es dauert Ewigkeit. Alternativ dazu kann man einen XYZ-Layer erzeugen. Also erzeuge Layer, oben steht Layer, dann sagt man Layer erzeugen oder Layer hinzufügen. Was für eine Frage, was für ein Layer? Ja, ein XYZ-Layer hätte ich gerne, der ist nämlich genau für den Zweck da. Und der bietet OpenStreetMap sofort an. Dann sage ich ihm OpenStreetMap, dann macht er mir einen Layer auf, in dem die im Netz bestehende Karte, die Grundkarte, angezeigt wird. Leider nicht ganz so schön, wie man sich das vorstellt. Also geht dann auf den Nullpunkt, der irgendwo vor Afrika liegt. Da muss man dann so ein bisschen hin und her ziehen. Das Ding ist ein kleines bisschen zickig, weil man auch nicht so rein und raus scrollen kann, wie man das gerne möchte. Aber ich sage mal, innerhalb von 2 Minuten ist man in Kiel. Und dann kann man einfach, wie gesagt, die Karte in den gewünschten Bereich ziehen und dann gibt es, ich habe ja die OSM-Sachen aktiviert, einen OSM-Downloader. Das ist ein ganz unscheinbares Quadrat, da muss man mal so gucken, das hat zwar eine Signatur, aber sehr blass. Da muss man drauf drücken und wenn ich das aktiviert habe, dann kann ich einen beliebigen Bereich innerhalb meines Displays, ich habe ja den Hintergrund, ich habe also auch eine Koordinierung, aufziehen. Und genau für den Bereich, wenn also in dem Moment, wo ich die Maus loslasse, kommt ein Menü, da sagt er mir, ich habe die und die Grenzen,
das hast du eben gemacht, das ist da und da, wie soll die Datei heißen? Und wenn ich sage Download starten, dann kommen die Daten, dann sehe ich die da so rauskommen, je nachdem wie groß mein Bereich ist, dauert das ein paar Sekunden oder auch einen halben Tag und auch wie ich angebunden bin. Hinterher, ich vergesse den Downloader wieder zu deaktivieren, sonst kommt er nämlich jedes Mal und sagt, welchen Bereich soll ich jetzt runterladen. Die Kartenerzeugung in der Übersicht. Ich habe die OSM-Datei, die muss ich in die, die hat er jetzt abgelegt, rein als OSM-Datei. Ich habe noch keine Daten, ich hätte die hat noch nicht in der Datenbank. Ich muss sie jetzt mit OSM to PQSQL in die Datenbank laden. Leider muss ich dem extra sagen, er soll in den Hashstore denken, das ist eine Option, muss ich mit angeben. Die Datenbank mit PostGIS aufbereiten. Das sind jetzt so Sachen, in einer Printkarte, also ich hatte beispielsweise Lübecker Stadtplan, da war dann das Hafengebiet drauf, da sind sechs Gleise, die gehen über die Straße. Jedes Gleis ist ein Bahnübergang. Ein Kreuz neben dem anderen, sieht an der Printkarte fürchterlich aus. Dann kann man über, entweder manuell oder auch über Routinen, im PostGIS dann beigehen und sagen, also was, alles, was näher ist als 5 Meter oder so, schmeißt es raus. Möchte ich nicht markiert haben. Ähnliche Geschichten kann man mit allen möglichen Sachen machen. Beispielsweise auch blinde Feldwege habe ich rausgenommen. Also Feldwege, die nur ins Feld führen, die ist für einen Radfahrer uninteressant. Für den Bauern sieht das dann schon etwas anders aus. Dann erzeugt man die Karte mit QGIS. Rand, Rückseite und so weiter kann man mit Scribus erstellen. Der kann die vom QGIS erzeugten PDFs mit einlesen und erzeugt dann das fertige PDF, das dann ja, betrachtet wird oder gedruckt oder was immer man damit machen möchte. Text, das hatte ich eben gesagt. Ach so, ja, eigene Text vergeben, macht Sinn. Die Benutzer sind, wie gesagt, frei im Tagging und es gibt häufig verschiedene Arten, ähnliche Objekte zu markieren. Und wenn ich beispielsweise nicht vorhabe, das alles zu differenzieren, dann müsste ich in meiner Abfrage im QGIS für ein bestimmtes Objekt, beispielsweise einen Bäcker oder so, wenn ich da Cafés und Ähnliches mit zusammenfassen will, dann müsste ich fragen, ist das eine Bäckerei, ist das ein Café, ist das ein Restaurant mit Café oder und ist es auch kein Fastfood oder so. Da muss man immer gucken, die Leute haben immer so ihre eigene Methode, das zu mappen, das ist auch regional unterschiedlich. Und wenn ich jetzt beispielsweise Sachen generalisieren will, natürlich kann ich das auch im QGIS direkt machen, im Layer. Aber wenn ich das da jedes Mal in die Regeln reinschreiben will und möglicherweise verschiedene Horizonte habe und dann Änderungen habe, dann werde ich wahnsinnig. Das kann ich einfach direkt in der Datenbank machen und am besten ist es, das in eine Datei zu schreiben, in ein Skript. Und wenn ich jetzt irgendwas ändere oder feststelle, oh, mein Bereich passt nicht oder ich muss da was runterladen oder sowas, spielt es überhaupt keine Rolle, ich schmeiße das Skript nochmal an und der Fall ist erledigt. Ich habe also genau das in der Vorbereitung, was ich machen wollte. Das hatte ich vorhin gesagt, man kann beispielsweise blinde Feldwege ausblenden, also wenn das Feld nicht im Acker landet, dann braucht der Radfahrer da nicht längs zu fahren. Wie gesagt, kommt immer auf den Zweck der Karte drauf an. Beschriftungslinien, also wenn ich beispielsweise den Harz beschriften möchte, das ist ja ein bisschen schwierig, da hat man ein Polygon ringsrum oder ein Multipolygon wahrscheinlich, das ist der Harz und wo die Beschriftung möchte ich ja nicht auf der Linie unten haben, sondern irgendwie quer rüber. Dann kann ich mir beispielsweise aus dem Polygon einfach eine Linie erzeugen, die einmal so quer rüber läuft, die sie natürlich keine Signatur bekommt. Damit wird sie in der Zeichnung ja nicht sichtbar. Aber sie bekommt einen Namen und wird bei der Beschriftung dann dargestellt. Und damit habe ich dann den Schriftzug an der Stelle, wo ich ihn haben möchte. Ich kann auch noch diese Linie temporär sichtbar machen innerhalb des Kugels. Und wenn mir das nicht passt, wo der Schriftzug steht oder ich hätte ihn gerne gebogen oder sonst was, dann kann ich das anhand dieser Linie machen und die Beschriftung wird nachher dieser Linie folgen. Und wie gesagt, die Linie blende ich nachher aus. So. Jetzt kommen wir zum eigentlichen QGIS. Ja, den PostGIS-Layer haben wir. Achso, im QGIS selber muss ich dann in dem Moment sagen, ich erzeuge einen PostGIS-Layer, verbinde diesen Layer mit der Datenbank und sage ihm, welche Tabelle ich möchte. Und innerhalb dieser Tabelle erkennt der automatisch, aha, da sind Geografie oder geometrische Werte drin. Das ist die Tabelle, wo ich das darstellen soll. Ich muss ihm sagen, welchen Typ ich habe, Punktlinie oder Fläche. Also auch das QGIS nimmt da nur einen Typ, egal was in der Tabelle drin ist. Das muss ich ihm in dem Moment sagen. Und dann
Er wird in dem Moment typischerweise erstmal eine Grundsignatur mir anzeigen. Also beispielsweise, wenn ich einen Linientyp habe, dann nimmt er in irgendeiner Farbe einfach nur eine dünne Linie und stellt das dar. Ich kriege also so ein Gittermodell der Gegend, die ich runtergeladen habe. Dann sehe ich schon mal in etwa, wo ich bin. Im Layer gibt es dann in den Eigenschaften die Möglichkeit, Signaturen nach Regeln aufzustellen. Man kann einfach sagen, das System, die Signatur ist aber Unsinn. Man sollte immer regelbasiert arbeiten. Und in diesem regelbasierten kann man dann die Tags abfragen. Und wenn ich jetzt beispielsweise gesagt habe, ich möchte Bäckereien, alles, was ich als Bäckerei bezeichne oder Lebensmittelläden oder sowas, angezeigt haben, dann kann ich, wenn ich das in meiner eigenen Tabelle, die ich, oder in meiner eigenen Spalte, die ich jetzt erzeugt habe, wo ich sage, also für mich ist das der Typ, dann kann ich einfach darauf zugreifen, ansonsten muss ich halt die ganzen Sachen jedes Mal aufzählen, was im QGIS relativ umständlich ist. Großer Vorteil im QGIS ist, ich kann die Karte manuell verändern. Also anders als die meisten Programme kann ich auch sagen, Mensch, das passt mir an der Stelle nicht. Das sieht irgendwie komisch aus, das ist zu dicht zusammen. Ich hatte das in Lübeck beispielsweise an der Stelle, da waren die Straßen so dicht zusammen, daneben war die Trave. Ja, dann schieben wir die Trave doch ein bisschen schmaler und die ziehen die Straßen raus, weil es im Maßstab einfach nicht anders geht. Das ist ja, man muss in Karten so arbeiten. Und in dem Moment, ja, das hat niemand gesehen hinterher, in dem Moment war es darstellbar. Aber die Datenbank bekommt die Bewegung vom QGIS mit, der geht also hinterbei, speichert es wieder in der Datenbank ab. Und wenn ich jetzt Veränderungen an den Daten grafisch vorgenommen habe, dann wird das in der Datenbank abgespeichert und ist beim nächsten Aufruf wieder genauso da. Man kann es sogar so machen, das war in Lübeck was besonders heftig, die haben noch gemappt, während ich schon am Zeichnen war und die Daten haben sich ständig geändert. Da hatte ich dann schon extra Funktionen, die erkennen, ob ich ein Objekt bereits verschoben habe oder nicht. Das wurde dann grafisch nicht geändert beim Download der neuesten Daten wiederum. Ja, die. Ach so, wenn ich soweit bin, dann muss ich ein sogenanntes Drucklayout definieren. Ich habe also erstmal meine Karte, meine ganze Gegend, die ich runtergeladen habe, die natürlich dann auch ausranzt am Rande, weil die Daten da ja ausgenutzt sind. Die Wege gehen ja über den Rand meines Downloads hinaus. Jetzt muss ich ein Drucklayout definieren, das nachher den genauen Ausschnitt der Karte anzeigt, die ich nachher erstellen will. Ich kann auch mehrere Karten aus einer Ansicht erstellen. Diese Drucklayouts gibt es eine extra Funktion, da kommt dann ein extra Menü. Und dann kann ich innerhalb dieses Drucklayouts bestimmte Ausschnitte einmal definieren. Ich kann eine Papiergröße definieren, muss ich sogar. Ich kann Kompass reinsetzen, alle möglichen Elemente. Aber das Aussehen dieses Layouts entspricht nachher der Karte, die ich erstellt habe, also diese Zeichnung, die ich da erstellt habe. Es ist also ein extra Fenster, das ein Ausschnitt dieser Zeichnung ist, in dem ich nicht nur diese Zeichnung, ich kann sogar mehrere Zeichnungen reinsetzen, ich kann eine Legende reinsetzen, ich kann alles Mögliche machen. Und dieses Drucklayout kann ich letzten Endes als PDF dann ablegen. Das drucke ich in einem PDF, das ist das eigentlich sinnvollste Vorgehen. Dann die Nachverarbeitung ist dann relativ einfach. Ich nehme das Scribus, das ist ein Programm, das ziemlich selbsterklärend ist. Da ziehe ich ein Fenster auf, ein Grafikfenster für was ein Bild oder gibt drei Typen Fenster, sieht man sofort. Lade das PDF da rein und habe dann meine Zeichnung in einem Fenster, in einem Blatt, was ich jetzt definieren kann, das in der Druckgröße entspricht. Und dann kann ich auch beigehen und beispielsweise den Rand beschriften, eine Überschrift drüber setzen, Copyright drunter setzen oder was immer ich möchte und entsprechend kann ich dann auch die Rückseite bearbeiten. Wie gesagt, diese Layouts, die ich mit QGIS erzeugt habe, werden als PDFs in dieses Programm integriert, Seiten in der Randbeschriftung, was immer man noch möchte. Dann erzeugt das Scribus wiederum ein PDF, das alles enthält, komplett. Und dann bin ich fertig. Ja, und so einfach ist das. Aber man,
ich sag mal, wenn man diesen Weg weiß, dann findet man den Rest. Nur das sind die Sachen, wenn man da nicht drauf gestoßen wird oder nach längerem Suchen dann es dann irgendwann findet, das ist dann schon etwas ein dorniger Weg. Nachschlagen kann man, wie gesagt, im Wiki, fragen. Da stehen auch die Adressen der Foren und der Mailinglisten drin, da kann man immer nachfragen. Dann, ja gut, auf OpenStreetMap auch gibt es eine Hilfe, die aber das wahrscheinlich nicht so abdeckt. Oder info@ifkasogis, das ist meine Adresse, da kann man auch fragen, wenn man noch eine Frage hat. Ja, und damit danke ich für das Interesse. Wenn jetzt noch Fragen sind, haben wir, glaube ich, noch ein bisschen Zeit. Ja, gerne. Ich war am Anfang gleich verblüfft darüber, dass die Mercator-Projektion die Basis ist. Also naiv hätte ich angenommen, dass die Rohdaten konsequent als geografische Länge und Breite abgespeichert werden. Ja, ist ja auch so. Und dass man dann sich für eine Kartendarstellung irgendeine Winkel- oder entfernungstreue Projektion aussucht und dass dann die Daten aufbereitet. Es ist das gleiche wie Google. Das gleiche wie Google Maps. Das ist der Pseudo-Mercator, da werden einfach nur die Gradzahlen genommen. Nichts anderes. Ich habe noch mehr Fragen, aber erstmal. Ja, das ist so. Gerne. Ja. Beispiel Umsteige, Haltestelle. Ja. Ich denke mal, erstmal ist das eine fachliche Entscheidung, welche Entfernung zumutbar ist. Ja. Also die Namen sind ja auch zum Beispiel in Hamburg Dammtor und Stephansplatz. Das sind typisches Beispiel, ja. Da haben wir verschiedene Namen, die miteinander nichts zu tun haben. Aber meine eigentliche Frage ist, wenn da jetzt auf einmal durch eine Baustelle diese Umsteigemöglichkeit temporär weggenommen wird, erlaubt dann die Historisierung der Daten, dass man entsprechend da was ändert und dass man aber, wenn die Baustellenmaßnahme fertig ist, dass man dann schnell wieder in den vorherigen Zustand zurückkommen kann? Ja, aber es läuft über einen anderen Weg. Also erstmal herrscht die Grundregel, dass wir Baustellen und ähnliche Behinderungen nur eintragen, wenn sie absehbar ein halbes Jahr übersteigen werden. Weil sonst jemand die Karte runterlädt und nach 2 Tagen ist das alles weg, dann fragt man sich warum. Wir machen es in der Regel so, auch wenn eine Straße gesperrt wird, dann bekommt die Straße den Bauzustand. Das heißt, der Highway wechselt von Primary auf sonst was auf Baustelle. Und die Baustelle bekommt den Datentyp Highway, bekommt den Datentyp dann meinetwegen Primary, wenn es eine Straße erster Ordnung ist. Das heißt, ich habe die Straße erster Ordnung, ursprünglich Highway gleich Primary, geht auf Highway gleich Baustelle und Baustelle gleich Primary. So, in dem Moment, wo das aufgehoben wird, brauche ich bloß das Tag wieder zurücksetzen und alles ist wieder so, wie es sein sollte. So wird es in der Regel gemacht, weil sonst müsste man über Reverts oder sonst was machen gehen, das ist sehr kompliziert. Vor allen Dingen nach längerer Zeit kann man keine Reverts mehr machen, weil andere ja auch schon was gemacht haben. Das würde ich alles mit rückgängig machen. Das geht in der Form nicht. Ja, weiter. Gerne. Also nehmen wir mal, man hat irgendwann zufällig einen exakten Kreisverkehr zum Beispiel. Ja. Ist es so, dass einem nichts anderes übrig bleibt, als das durch ein Polygon letzten Endes darzustellen? Also es gibt keine Notation für Kreis, Visierfunktionen, irgendwelche Polygone oder sowas. Man muss es ganz brutal einfach. Ja, es kommt ein bisschen darauf an, wenn ich weiß nicht, ob jemand den Hornerkreisel kennt oder in Lübeck kenne ich beispielsweise diesen Verteiler da am Holstentor. Das sind relativ große Kreisverkehre, die werden tatsächlich immer als Polygone gezeichnet, weil sie auch eigenständige Straßentypen sind, also eigenständige Straßenzüge sind, wenn man so will. Wenn ich jetzt natürlich so einen Mini-Kreisel habe, wo in der Mitte so eine gepflasterte Fläche ist, weil LKWs denen gar nicht folgen können, das ist ein sogenannter Mini-Roundabout, der wird einfach nur getaggt. Na, weil das wäre ja albern da jetzt über 4 Punkte da so einen kleinen Kreis zeigen, den sie wollen. Dass wenn man irgendwann mal die Auflösung stark erhöht, auch in der Darstellung, dann sieht man da vielleicht doch kleine Knicke drin, statt einen exakten Kreis. Das ist richtig. Wir haben grundsätzlich nur gerade Linien. Das ist ja im Prinzip jeder dargestellte Kreis entsteht aus geraden Linien, wenn ihn ein Computer zeichnet. Aber bei uns ist es eben dann auch ein bisschen hakelig, das würde so werden. Ja, das ist immer die Frage, welche Auflösung ist sinnvoll, ne? Und für die Navigation spielt es überhaupt keine Rolle. Wir haben noch dargestellt, ein Kreis mit der durchgehenden Linie nur als Markierung für die ideale Beschriftung.
Ja, zum Beispiel. Genau. Wie sinnvoll ist das? Denn in vielen Fällen ist es doch so, dass es da, dass man, wenn man die Karte erzeugt, dass man auch Konflikte vermeiden will, ja, zwischen verschiedenen Beschriftungen. Oder auch, dass man dass die Beschriftung nicht ein wichtiges Detail abdeckt, was ja in Traditionen sehr ärgerlich sein kann. Richtig. Bringt es da viel zu eine Standardeinstellung für die Beschriftung zu machen? Ja, insofern, weil ich diese Linie, die da entstanden ist, ja temporär sichtbar machen kann für mich selber. Ja. Und dann gehe ich mit der Maus bei und ziehe sie ein Stück weiter rüber. Ja. Und dann habe ich die Beschriftung da aus dem Weg. Das sehe ich ja in dem Moment. Er zieht ja auch die Beschriftung gleich mit. Das ist doch nur eine Standardeinstellung. Das ist nur erstmal, dass ich das Ding irgendwo habe, dass ich die Karte in jedem Fall manuell noch bearbeiten muss, ist klar. Das ist beispielsweise auch bei Brücken der Fall. Wenn ich eine Brücke habe, die über eine Autobahn führt, dann ist die Autobahn vielleicht, ich sag mal sowas, 30 Meter breit und meine Brücke geht darüber und das ist auch alles wunderbar gemappt und alles auch völlig richtig. Jetzt gehe ich aber in einen Maßstab 1 zu 100.000, dass meine Autobahn plötzlich 150 Meter breit, weil das Symbol nämlich eine bestimmte Breite hat. Und das Symbol im Maßstab ist viel zu breit für die Wirklichkeit. Dann ist meine Brücke zu kurz. Dann muss ich manuell da was tun. Das ist auch beispielsweise üblich, wenn ich jetzt eine Karte habe, die eine Hauptstraße beispielsweise darstellt und da gehen Nebenstraßen ab. Dann möchte der Autofahrer nicht wissen, wo im Maßstab das ganz genau ist. Der will das nicht vermessen, sondern er will es wiedererkennen. Wenn also zwei Einmündungen jetzt nicht an derselben Stelle liegen, sondern die erst kommt von links eine Straße und 30 Meter später kommt von rechts eine und ich mache das ganze Maßstab von, ich sag mal, 100.000, dann sehe ich das nicht mehr. Also muss ich die Straße einfach verschieben. Ich muss in der Karte tatsächlich die Daten fälschen, damit sie richtig wirken. Dann heißt es nämlich, pass auf, erst geht es links ab und dann die danach, die musst du rechts rein. In deutschen Karten, da sind normalerweise ja die Straßen viel zu breit. Ja. Die Schaumburger Straße müssen wahrscheinlich 300 Meter breit sein. Kommt auf den Maßstab drauf an, ja. Die US-Amerikaner, die stellen in ihren Stadtplänen normalerweise Straßen einfach nur durch Striche dar. Nicht durch zwei Striche, wo sie dann die Bestimmung, sondern ein Strich und darunter zum Beispiel ist in der Straßenname. Ist das im Moment auch schon vorgesehen, diese ganz andere externe Darstellung? Das liegt an demjenigen, der die Symbolik macht. Ja, das zu erklären. Im Prinzip habe ich ja nur meine Linie, wie die Amerikaner. In Deutschland gehe ich aber bei und nehme jetzt eine breitere, dunkle Linie und eine schmalere, helle Linie. Die lege ich aufeinander, genau auf diese Linie, die ich habe. Dann bekomme ich einen Straßenrand und eine Farbe in der Mitte. Na, weil die Linie, die oben drauf liegt, die hellere, nur einen Teil abdeckt. Und dann habe ich genau meine Straßensignatur. Wenn ich das nicht möchte und ich möchte nur eine schwarze Linie in der Mitte haben, kann ich das machen. Das ist kein Thema. Ich kann ihm sagen, mach eine einfache Linie und mach sie 0,1 mm breit und macht er das. Das ist noch einfacher eigentlich. Ja, aber keiner mag es. Ja. Kann ich den Daten, den Punkten auch irgendwelche Timestamps zuordnen, wenn ich zum Beispiel Busse habe, die zu bestimmten Zeiten abfahren? Da gab es mehrfach Bestrebungen. Ich bin ein völliger Gegner davon. Es gibt Fahrpläne im Internet. Und inzwischen haben auch langsam die Verkehrsverbünde gelernt, dass diese Daten online zu stellen sind. Und es gibt auch ein Format, eine Abfragesprache, um diese Fahrpläne abzufragen. Es ist vollkommener Blödsinn, diese Dinger bei OpenStreetMap einzutragen, die sich zweimal im Jahr ändern. Wir werden wahnsinnig. Was sollen wir denn mit diesen Datenmengen? Ich sage mal, alle 10 Minuten fährt ein Bus und jeder zweite fährt nur den halben Weg und so weiter. Da werden wir wahnsinnig. Es reicht, wenn wir einfach wissen, wo fährt der Bus. Und am Haltestellennamen kann ich über den Zugriff auf den Fahrplan, außerdem sind in der Haltestelle in der Regel auch eine Referenznummer und alles Mögliche mit verlinkt. Wir haben ja Leute, die gehen dafür auf, die brennen dafür. Für jedes Fachgebiet haben wir Leute, die nur damit arbeiten. Beispielsweise haben wir das Netz der Deutschen Bahn, haben wir gleisgenau gemappt, weichengenau. Da sind sämtliche Signalkästen drin, das hat die Bahn selber nicht. Die nutzt unsere Daten. Ich habe eine Veröffentlichung der Bahn gelesen, tatsächlich so. Also ich habe früher mal bei einem Bahnzulieferer gearbeitet, da habe ich das mitbekommen, wie kompliziert es ist, auch mit der Vorhersage. Da gab es so ein Reisendenbahnsystem und die hatten eine Kiste erwähnt. Mhm. Das war so komplex, es gab nur wenige Mitarbeiter, die das
verstanden habe. Ich habe als Außenstehender auf das Projekt draufgeschaut. Ja, aber wie gesagt, also, solche Daten wie Fahrpläne, die sind da, die müssen wir nicht auch noch vorhalten. Es reicht, wenn wir wissen, wo die Haltestelle ist und den Rest. Es gibt auch mehrere Karten, die mit OpenStreetMap arbeiten und die Fahrpläne darstellen. Google macht es ja auch. Ich kann, ja? Das sind dreidimensionale Daten? Also ja, also grundsätzlich ist es so, die Erdoberfläche ist von den Amerikanern von der Weltraumstation aus mit Radar vermessen worden. Das sind sogenannte SRTM-Daten, die freigegeben wurden. Das ist ein Netz, ich meine 100 Meter Abstand oder 10 Meter, weiß ich jetzt nicht genau. Jedenfalls ist es ein weltweites Netz, da kann ich sämtliche Höhen jederzeit abfragen. Die kann ich, also das machen die meisten Karten auch, die beruhen auf diesen Daten. Wenn es jetzt um Gebäudegeschichten geht, da gibt es eine spezielle Modellierungssprache. Da sind die auch noch am Entwickeln, das ist alles noch nicht fertig, aber es gibt schon 3D-Karten, tatsächlich F4 Maps beispielsweise. Ich habe da auch einen Link, kann ich gleich mal verteilen. Da kann man sich das angucken und die stellen die Gebäude tatsächlich auch mit Dachformen und Farben und Höhen da, wenn diese Daten hinterlegt sind. Aber es geht beim Routing zum Beispiel auch um Steigungen. Ja, gibt es, ja. Wenn ich nur ein Raster von 100 Metern habe, dann komme ich nicht mehr klar. Ich weiß nicht, wie genau das Raster genau ist, aber 90 Meter. 90? Ja, okay, mach sein, ja. Also Dimension etwa. Also 100 Yards, ne? Überhaupt, ja. Ja. Also, ja, es ist immer die Frage, wie genau brauche ich das? Wenn ich in den Alpen bin und ich habe 1000 Meter, weiß ich, dann muss ich hoch. Ja, das ist richtig, aber letzten Endes ist es ja egal, ob ich jetzt auf dem ersten Stück 200 Meter habe und das nächste Stück nur 100 oder auf dem ersten 100 und das nächste 200. Ich muss ja auf die 300 hoch. Ja, das ist richtig. Ja, okay, weil... Wenn ich sage, also bis zu 10% schaffe ich, alles drüber hinaus will ich nicht, oder mit dem Fahrrad... Also es gibt die Möglichkeit, Steigungen an die Wege dran zu packen. Das ist ja oft, das lässt sich auch häufig durch Höhenlinien-Indies gar nicht darstellen. Das kommt auf den Maßstab drauf an. Wenn ich beispielsweise ein kurzes Steilstück habe, was nur wenige Meter ist, aber eine richtige Stufe, dann kommt da der Behinderte schon nicht mehr hoch. Genau. Kann man denn da gibt es ganz oft Verkehrsschilder. Ja. Die darüber informieren. Die kann man mappen. Die kann man mappen und dann... Ja, jedes. Ja, oder auch der Auswärter kann es auch in dem Moment darstellen, weil jedes Verkehrsschild in Deutschland hat eine Nummer. Na, kann man nachsehen in der Straßenverkehrsordnung, Zeichen Nummer 491 oder wie haben wir, weiß ich nicht, 31 oder was auch immer. Und das ist ein ganz bestimmtes normiertes Zeichen und das kann ich auswerten. Ja. In welchen Fällen ist das vielleicht Topomap? Die gibt es doch auch. Die basiert auf unseren Daten. Und das funktioniert doch so. Ja. Ein ja, die Open Topomap zeigt Höhen. Es machen mehr Karten. Auch die Fahrrad, Velomap oder Komoot werten ja Höhenprofile aus. Ja, ich frage mich, weil als eigenes Produkt macht das für mich mehr Sinn, als das vielleicht irgendwo anders zu integrieren. Also so. Ja, nur wo haben die Daten her? Na, die, ist wahrscheinlich die gleiche Quelle oder die kaufen amtliche Daten, das kann natürlich auch sein. Solange ich die Daten nicht miteinander verbinde, habe ich auch keine Probleme. Das ist auch so eine Sache, auf jeder Karte, die mit OpenStreetMap hergestellt ist, einzige Lizenzbedingung, es muss OpenStreetMap draufstehen, dass die Daten daherkommen. Ansonsten Kosten oder so weiter entstehen nicht, aber da legen wir Wert drauf. Kann man noch irgendwas beantworten? Ja. Jetzt mal von nur als Beispiel von anderen Regierungen abgesehen. Gibt es die Möglichkeit, auf Drittdaten zuzugreifen, zu integrieren? Zum Beispiel, dass denn ein Restaurant die Kennzeichnung kriegt, aktuell 3 Sterne im Michelin. Wenn es die Michelin-Leute entsprechend AGI anbieten würden. Ja. In der Karte ist das kein Problem, solange ich die Daten nicht miteinander vermische. Also wenn ich jetzt eine Datenbank erzeuge und da die Michelin-Daten mit reinsetze, dann kriege ich ein Problem, weil die ODPL, das ist die Lizenz der Datenbank, sagt, es dürfen nur Daten
sie muss wieder unter ODBL freigegeben werden. Und Michelin hat möglicherweise damit ein Problem. Wenn die sagen, einfach macht es doch, dann kann man das machen. Ja, das würde dann auch nicht dauerhaft die Daten genommen werden, sondern das würde dann jedes Mal. Ja, wenn ich das nur abfrage und sage, an der Stelle praktisch als extra Layer, als extra Geschichte drauflege, das ist überhaupt kein Problem. Da kann ich auch Luftbilder oder sonst irgendwas integrieren, das ist überhaupt kein Problem. Nur wie gesagt, ich darf es nicht in der Datenbank vermischen. Das ist die einzige Bedingung. Aber in meiner Anwendung auf mehrere Datenbanken zuzugreifen und dann Verknüpfungen in der Software zu erzeugen, das ist dann gut. Ne? Also wenn ich zum Beispiel sage, was ist hier in der Nähe, und dann bekomme ich dieses Restaurant angezeigt, ich gucke in der zweiten Datenbank, mische da auch nach. Das ist kein Problem. Und lasse das dann anzeigen zum Beispiel. Das ist überhaupt kein Problem. Ja. Ich habe noch eine Frage zu einem anderen Thema, frage ich gleich zu, aber dann nutze ich die Gelegenheit und sage vielen Dank für den tollen Vortrag. Okay.